Abstiegsangst in Stuttgart. Nach der 2:6 Niederlage am Montagabend bei Werder Bremen muss der VfB diesen Samstagmorgen gegen Mainz 05 um 15.30 Uhr unbedingt gewinnen, um sich zumindest ein wenig aus dieser Abstiegszone zu befreien. Wir haben die Highlights der VfB-PK mit Jürgen Kramny kurz für euch zusammengefasst. Morgen ist ein Heimspiel gegen Mainz 05. Wir waren der Verlierer des letzten Spieltags, das ist ganz, ganz klar. Aber wir arbeiten daran, dass wir der Gewinner des nächsten Spieltags werden können. Und das ist unser Ausblick und unser Fokus und dem werden wir uns ganz klar stellen. Fakt ist, wir müssen jetzt in der Situation alles geben, alles für den VfB geben. Jeder Einzelne ist noch mehr gefordert und wir müssen vorausgehen mit den Leuten zusammen, auch da im Stadion, alle noch ein paar Prozent draufpacken, dass wir am Samstag das Spiel gewinnen und dann wieder wirklich mal als Sieger vom Platz gehen, vielleicht als Spieltagssieger dann auch. Ja, wichtig ist, dass man natürlich Impulse aus der Mannschaft hat. Das heißt, die Spieler müssen sich miteinander beschäftigen, auseinandersetzen. Das ist geschehen. Ich habe viele Einzelgespräche geführt. Ich habe mit vielen einfach auch am Selbstvertrauen natürlich versucht zu arbeiten, weil die Jungs natürlich alle schon gezeigt haben, dass sie bessere Leistungen bringen können, auch in Drucksituationen bessere Leistungen bringen können. Und das ist der einzigste Ansatz, den wir haben. Und natürlich zu versuchen, mit Frische und auch Mut natürlich aufzutreten. Und das jetzt auch in den letzten zwei Trainingstagen war das sehr aggressiv. Und das müssen wir jetzt noch bis morgen ins Stadion transportieren. Und das wird wichtig sein, dass die Jungs einfach sehen, auch dass die Mannschaft Unterstützung hat. Ja, dass die Leute wirklich, die morgen ins Stadion gehen, hundertprozentig hinter der Truppe stehen und mit der Truppe dann auch wirklich das Spiel so angehen, dass sie wirklich ein Feuer entwickeln und dass die Mannschaft einfach gar nicht anders kann, als das Spiel nachher zu gewinnen. Ja. Wir sind auf dem Abstiegsplatz. Jetzt sind wir da. Das heißt, wir haben lange Zeit, haben wir uns irgendwas vor uns hergeschoben. Jetzt sind wir auf dem Abstiegsplatz und jetzt gibt es keine Herschieben mehr. Jetzt geht es einfach darum, diese Situation zu lösen. Und in einem Heimspiel gegen Mainz 05. Und ich glaube, das ist der große Antrieb, dass wir hier zu Hause sind, dass wir wirklich die Unterstützung der Leute haben. Und dass die Mannschaft dann auch das Gesicht auf den Platz bringt, was die Leute sehen wollen. Mit Biss, mit Leidenschaft, mit Laufbereitschaft. Ja, das kann man immer wieder, muss man das predigen, aber irgendwann ist es so, dass es dann richtig um was geht und das ist am Samstag ganz klar der Fall und da müssen wir da sein. Ja. Das heißt, ich bin ja auch, ich versuche mich der Situation natürlich anzupassen. Ich verändere mich nicht als Typ, aber Situationen veranlassen natürlich auch unterschiedliche Handlungsweisen. Ja, wir haben viele, viele Maßnahmen getroffen. Wir haben auch unterschiedlich natürlich mit der Mannschaft Gespräche geführt oder auch mal, wenn der Zeitpunkt richtig war, mal dazwischen gehauen. Ja, aber jetzt ist es halt ganz klar, dass im Endeffekt die Situation deutlich ist. Wir haben jetzt heute knapp 25 Stunden vor Spielbeginn und jetzt geht es darum, noch an Kleinigkeiten mit der Mannschaft gewisse Dinge nochmal klar zu machen und dann geht es raus und jetzt Leinen los und durch. Ja, Kevin ist im Endeffekt auch das bisschen das Bild des Erfolges natürlich auch mit gewesen. Ne? In der Phase haben wir viele Punkte geholt und dementsprechend ist er natürlich auch psychologisch ein wichtiger Faktor dann für dieses Spiel. Ja? Ich glaube, dass die Leute sich auch freuen über seine Rückkehr und die Mannschaft natürlich auch. Und das ist für den Kopf schon wichtig, dass er wieder auf dem Platz steht für die gesamte Truppe. Ja, für Trainer Jürgen Kramny wird das keine einfache Aufgabe, die Mannschaft morgen so einzustellen, dass auch keine Angst vorhanden ist. Und genau darüber haben wir mit dem Sportexperten der Stuttgarter Nachrichten, Dirk Preis, gesprochen. Ja, ist nicht ganz einfach. Man muss den Spieler natürlich, die Brisanz der Lage vor Augen führen, aber daraus dann eben Energie und eben keine Angst machen. Also die Viele Spieler wissen, wie sie eigentlich mit solchen Situationen umzugehen haben. Das haben sie in den letzten Jahren ja schon erfolgreich gemacht. Die Ausgangslage ist jetzt ein bisschen eine andere, aber Angst darf eigentlich nicht aufkommen. Also es muss schon darum gehen, den Spielern nochmal Selbstvertrauen zu geben, sie an das zu erinnern, was sie können, was sie auch schon gezeigt haben, was sie zu leisten imstande sind. Und das muss die Basis sein, nicht Angst schüren oder Furcht vor weiteren Rückschlägen. Ja, dann hoffen wir mal für den VfB, dass es morgen tatsächlich gelingt, gegen Mainz 05 einen Dreier zu holen. Es ist so wichtig wie schon lange nicht mehr. Das war damit drauf für Stuttgart TV News.